Hallihallo ihr Lieben, heute gibt es den vermutlich letzten Teil meiner kleinen Sammlungsserie und zwar geht es heute um meine Lidschattenpaletten. Ich werde euch als allererstes Sleek zeigen und dann kommen Urban Decay, Too Faced und Catrice und das war's auch schon, viel mehr habe ich nicht an Lidschattenpaletten und ich werde es wie in den anderen Videos auch machen, dass ich euch das Ganze sozusagen am Boden zeige, weil da die Farben nicht verfälscht werden. Wenn ich sie euch jetzt hier so zeigen würde, wären sie verfälscht und ja, das wollen wir ja alle nicht. Deswegen zeige ich sie euch wie in den anderen Videos auch so am Boden. Ja, und viel mehr bleibt mir auch gar nicht zu sagen. Falls ihr noch irgendein Sammlungsvideo zu einer bestimmten Produktkategorie wollt, könnt ihr mir das gerne sagen, dann mache ich das auch. Aber ich glaube, für mich persönlich habe ich jetzt alles sozusagen abgearbeitet, was man zeigen könnte. Aber wie gesagt, falls ihr noch irgendwie Interesse an einer bestimmten Kategorie habt, sagt mir es einfach, dann mache ich das Video auch. Ja, und dann würde ich mal sagen, wir starten jetzt auch und zwar mit Sleek, war ja klar, habe ich angekündigt. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß und ja. So, das hier sind jetzt alle meine 8 Sleek-Paletten. Die sehen jetzt ein bisschen staubig aus, aber so ist das nun mal, wenn man die Produkte auch tatsächlich benutzt. Ja, ich werde sie euch jetzt nach der Reihe swatchen und ein bisschen was dazu erzählen. Und ich fange jetzt einfach mal hier unten bei der an, das ist die Good Girl-Palette. So ist der Name, aber ich schreibe es euch auch in die Infobox. Die war limitiert, die gibt es aber teilweise noch. Also bei Coco, also bei Cosmetic Cosmo habe ich sie noch gesehen. Die sieht so aus. Ist eine Palette voller Pink und rötlichen und Orangetönen und so weiter und so fort. Mag ich persönlich sehr gerne. Und ja, das swatche ich euch jetzt und dann schauen wir mal weiter. So, das sind jetzt sämtliche Farben. Ich halte es euch mal näher ran, dann könnt ihr es besser erkennen. Und viele von euch denken jetzt bestimmt, die sehen sich alle irgendwie ähnlich oder zumindest einige. Sie unterscheiden sich jetzt zwar nicht wie Tag und Nacht, aber ich finde, jede Farbe hat irgendwas Besonderes, sei es ein besonderer Schimmer oder eine besondere Tendenz, zum Beispiel ein Pink mit einem Orange-Einschlag oder mit einem Rot-Einschlag. Also ich finde, jede Farbe hat ihre Daseinsberechtigung und jede ist auf ihre eigene Weise schön. Ich mag sie sehr gerne, viele schimmern auch sehr schön, viele sind eher ein bisschen matter. Das könnt ihr so, glaube ich, auch ganz gut erkennen, wenn ich meinen Arm so ein bisschen hin und her bewege. Ich mag sie sehr gerne und ich finde sie super schön. Als nächstes hätten wir hier die Original Palette. Die sieht so aus. Da sind sehr viele metallisch schimmernde Töne drin. Ja, alle ziemlich krümelig auch leider. Aber ich finde sie teilweise sehr, sehr schön. Vor allem hier diesen Pink und diesen lila Ton. Ja, und auch die zeige ich euch jetzt mal eben geswatcht. Hier sind die ganzen Farben und ihr seht schon, es schimmert und es ist bunt und es ist super pigmentiert. Also wer matte Farben und sehr unauffällige Farben mag, für den ist diese Palette nichts. Für alle anderen ist sie einfach nur ein Träumchen. Wie gesagt, krümmelt ein bisschen, aber dem kann man ganz gut entgegenwirken, indem man sein Augen-Make-up zuerst schminkt und dann hat sich das auch. Wie gesagt, die Farben sind alle sehr, sehr schön, sehr schimmernd, sehr metallisch, aber auch wirklich alle durch die Bank weg, bis auf diesen Schwarzton, der übrigens auch matt ist, super pigmentiert. Aber ich persönlich kann mich mit dem Schwarz von Sleek sowieso nicht so anfreunden. Ich finde das sehr schlecht pigmentiert, aber alle anderen Farben, auch die etwas helleren, wie man sehen kann, sehr, sehr gut pigmentiert und ja, einfach nur wunderschön und die sollte ich definitiv mal mehr benutzen. Als nächstes hätten wir hier die Eau Naturelle Palette. Ich glaube, das ist die bekannteste Palette von Sleek. Das ist die mit den ganzen vielen natürlichen Tönen, die war mal eine Zeit lang auch super gehypt. Ja, ich mag es ja lieber bunter, aber wenn man wirklich mal was Natürliches braucht, sind die wirklich sehr gut und wie man sieht, die habe ich auch ziemlich gut benutzt. Und ja, auch die zeige ich euch jetzt natürlich. Bei der Palette ist es typisch Sleek. Die matten, die hellen Farben sind schlechter pigmentiert. Die schimmernden und die dunklen Farben sind besser pigmentiert. Ich halte es mal näher ran, vielleicht sieht man es dann. Das hier sind jetzt die ganzen oberen, matten, hellen Farben. Die erkennt man kaum. Aber mit Schichten geht das am Auge das schon, dass man sie ganz gut sieht. Und hier kommen jetzt die schimmernden und die dunkleren Farben. Und da sieht man schon, dass sie wirklich besser pigmentiert sind. Aber für einen natürlichen Look sind die auf jeden Fall auch brauchbar. Und wie gesagt, durch Schichten kann man das Ganze dann doch schon sehr gut sichtbar machen. Als nächstes hätten wir hier die Ultra Mattes Nummer 1 Palette. Das ist die mit den bunten Farben. Es gibt noch eine mit matten Farben, wie der Name schon sagt, mit eher natürlichen Tönen. Und das ist halt die mit den bunten Farben, sieht so aus. Hat ein bisschen was von einem Wasserfarbkasten, den man so in der Grundschule hatte. Da sind auch einige dabei, die nicht so gut pigmentiert sind, aber das werdet ihr ja auch gleich sehen. Und auch hier, hell und matt verträgt sich nicht so gut. Hier bei dem Lila hatte ich echt Schwierigkeiten, es aufzutragen. Die einzig wirklich guten Ausreißer sind hier dieses Pink hier und das Blau und das Orange. Der Rest ist doch eher schlecht pigmentiert. Ich glaube, das sieht man jetzt auch. Ja, und auch hier haben wir ein Rosa, ein Grau und ein Weiß. Die sieht man jetzt auch kaum, nur so einen leichten Hauch.
Generell ist das meiner Meinung nach eine der schlechtesten Paletten von Sleek. Ich mag sie nicht besonders, ich benutze sie auch sehr selten und wenn, dann wirklich nur diese kräftigen Farben. Als nächstes hätten wir hier die Vintage Romance Palette, eine meiner absoluten Lieblingspaletten, gerade für den Herbst und für smokigere Looks. Es ist alles so ein bisschen pink, lila, Aubergine angehaucht, aber auch mit Goldtönen. Ich finde sie super schön und ich mag sie sehr gerne und die Farben sind richtig gut pigmentiert. Das werdet ihr jetzt auch gleich sehen. Die Palette kann ich jedem empfehlen, der es auffällig, rauchig, schimmernd mag. Da ist wirklich jeder Ton ziemlich gut pigmentiert. Sogar der einzige matte Ton, dieser hier, ist ziemlich gut pigmentiert. Und auch der Schwarzton, der in diesem Fall übrigens silbernen Glitzer enthält, sieht man hier, glaube ich. Also ich halte euch die Farben nochmal näher ran und schwenke so ein bisschen hin und her mit meinem Arm. Dann könnt ihr den Schimmer auch erkennen. Ich finde sie wunderschön, die Palette. Ich mag jede Farbe. Ich habe jede Farbe gerne benutzt bisher. Und ich finde, die ist wirklich richtig gut. Weiter geht's mit der Candy-Palette aus der Candy Collection. Die sieht so aus und wie der Name schon sagt, es ist ziemlich bunt, es ist ziemlich pastellig. Ja, und auch hier sind leider einige Farben nicht so gut pigmentiert. Es sind ein paar matte Farben dabei, wie diese hier zum Beispiel. Ein paar schimmernde wie diese. Und auch hier ist es so, dass die schimmernden besser pigmentiert sind als die matten. Hier sind die ganzen Farben und bei einigen war es wirklich schwer, überhaupt etwas auf den Arm zu bekommen. Und ja, ich sehe gerade auch in der Kamera, die Farbe sticht total raus und leuchtet total. Die ist auch in echt wunderschön. Und dieser schimmernde Rosaton oder hier dieser schimmernde, ich sag mal, Erdbeerton, die sind sehr gut pigmentiert. Aber hier haben wir zum Beispiel ein Lila und das Schwarz und hier dieses Blau und das Grün und auch dieses Pink hier. Die sind alle nicht besonders gut pigmentiert. Aber mit Schichten geht auch das ganz gut. Ist halt immer so eine Sache. Aber man sieht von jeder Farbe zumindest einen Hauch auf dem Auge. Also man kann alles schichten. Es wird dann halt nur ein bisschen zeitaufwendiger. Aber es ist alles machbar. Kommen wir zu meiner allerersten Sleek-Palette, die ich besessen habe. Und zwar die Acid-Palette. Die ist ziemlich neonfarben. Das seht ihr jetzt auch schon. Leider sind da auch einige Farben nicht so gut pigmentiert. Da sind sehr viele matte dabei. Zum Beispiel das Grün, Orange, das Gelb, das Weiß, das Lila, das Oliv, das Pink auch. Und die sind alle nicht ganz so gut pigmentiert. Hier diese schimmernden Töne, das Blau zum Beispiel oder dieses, ich sag mal, bärige Pink. Die sind ziemlich gut pigmentiert und auch das Silber. Und das ist wieder mal typisch Sleek, dass die matten Farben ziemlich schlecht pigmentiert sind und die schimmernden ziemlich gut. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts, zumindest bei einigen Farben. Das Weiß hier sieht man kaum, das Gelb ist auch sehr schlecht pigmentiert. Hier das Pink und das Grün sieht man kaum, das Schwarz sieht man kaum. Dagegen das Silberne oder auch hier die beiden Blautöne, die schimmernden oder auch dieses bärige Pink, das schimmernd ist, die sieht man sehr gut und den Rest leider ziemlich schlecht. Einzig das Orange fällt raus und hier in der Kamera auch das Gelb, wobei das in echt auf jeden Fall schwächer ist. Aber das Orange fällt wirklich, tanzt aus der Reihe, da es doch sehr gut pigmentiert ist im Vergleich zu den anderen auf jeden Fall. Kommen wir zu meiner letzten Sleek-Palette, das ist die Lagoon-Palette aus der Aqua-Kollektion und die sieht so aus. Ist auch eher ein bisschen bunter angehaucht, mit einigen schimmernden Farben, ein paar matten Farben. Und auch da ist es wie bei den anderen Sleek-Paletten. Ich glaube, das muss ich euch gar nicht mehr sagen. Die Palette ist tatsächlich etwas besser pigmentiert als zum Beispiel die Candy-Palette. Auch manche matte Farben sind ziemlich gut pigmentiert. Und ich hatte bei keiner Farbe richtige Schwierigkeiten, sie jetzt zu swatchen. Ich halte es euch mal näher ran, dann könnt ihr euch die Farben nochmal angucken. Ich finde die auch sehr schön. Ist natürlich die Sache, ob man bunte Lidschatten mag oder nicht. Ich mag es sehr gerne und ich sammle sowas halt auch sehr gerne und benutze halt auch gerne mal buntere Lidschatten und vor allem hier solche schimmernden Lavendel- oder Pinktöne oder auch diesen krassen rötlichen, orangigen Pinkton, wenn man das jetzt so nennen kann. Die finde ich richtig toll. Und auch die Blautöne und Eigentlich finde ja. ich jeden Ton schön. Ja, und das waren alle meine Sleek-Paletten. Und dann geht es jetzt weiter mit Urban Decay. Das hier sind jetzt meine letzten Paletten. Diese drei hier von Urban Decay, die von Catrice und die von Too Faced. Das könnt ihr aber auch bestimmt lesen. Ja, und ich fange jetzt erstmal mit der Urban Decay Smoked Palette an. Das ist eine meiner absoluten Lieblingspaletten. Und ich mache sie euch mal eben auf. Wie der Name schon sagt, ist das eine Palette für Smoky Eyes und einfach rauchige Augen-Make-ups. Die Töne sind hauptsächlich dunkel gehalten, bis auf diese beiden hier. Die sind dann eher so für den Bereich unter der Augenbraue gedacht als Highlight. Ja, und ansonsten grün, blau, so ein pink, lila und ansonsten recht, ja, ich sag mal natürlichere Töne wie braun, schwarz, silber, hier nochmal braun. Aber auch die zeige ich euch jetzt erstmal geswatcht und ich finde die von der Qualität wirklich 1A. Und auf diesen Ton hier, das ist Evidence, auf den wurde ich schon so oft angesprochen, wenn ich den getragen habe. Der scheint also auch ziemlich vielen Leuten zu gefallen.
Hier merkt man auch einen deutlichen Qualitätsunterschied im Vergleich zu Sleek, weil auch hier diese matten und hellen Töne ziemlich gut pigmentiert sind. Wie man sehen kann, man kann sie erkennen und nicht wie bei den Sleek-Paletten, dass man sie teilweise gar nicht sehen konnte. Ja, und ich glaube, ihr seht auch, wie schön die Farben auch funkeln. Also die Töne sind hauptsächlich schimmernd, aber auch hier gibt es matte, wie halt gerade gezeigt, die beiden hellen und dann dieses Braun. Und ich glaube, das Schwarz ist eigentlich auch matt hier, aber da ist jetzt ein bisschen Glitzer reingekommen, weil ich die halt schon so oft benutzt habe. Ja, ich halte euch die Farben alle mal ein bisschen nochmal näher ran, dann könnt ihr es sehen und ich schwenke auch ein bisschen hin und her, dann könnt ihr auch sehen, wie schön die Farben auch immer funkeln. Ich finde die alle wirklich wunderschön und mag die Palette halt wirklich sehr gerne. Wie gesagt, das ist meine absolute Lieblingspalette. Ja, jetzt machen wir mit der Naked 2 weiter. Die Naked 2 sieht so aus, aber ich bin mir sicher, ihr kennt sie alle. Das ist diese Palette hier. Recht neutrale Farben, ziemlich viele schimmernde Farben. Ja, sehr gut von der Qualität auch hier wieder. Und ja, geswatcht sieht das Ganze jetzt so aus. Und auch hier den hellen, matten Ton kann man erkennen und der Rest ist hauptsächlich schimmernd. Hier die Farbe Tease nennt sie sich. Die ist noch matt und ich glaube, der Schwarzton soll auch wieder matt sein. Hier sieht er auch recht matt aus. Und ja, die anderen sind alle sehr, sehr schimmernd und wirklich wunderschön. Das kann man hier auch erkennen, wie gut pigmentiert die sind. Und die sind butterweich und ja. Aber ich glaube, ihr habt alle schon tausende Videos zu den Naked Paletten gesehen. Deswegen muss ich da gar nicht mehr so viel zeigen. Ich wollte euch nur mal eben noch schnell die Farben einmal swatchen. Die Naked 3 sieht so aus und auch von innen zeige ich sie euch mal kurz, auch wenn ihr die wahrscheinlich auch schon häufig gesehen habt. Ich finde sie wunderschön. Es ist meine persönliche Lieblings-Naked-Palette, weil die Farben einfach mehr meins sind. Und ihr wisst es vielleicht, ich mag es überhaupt nicht natürlich. Und durch das ganze Rosane, was sich hier durch die Farben zieht, ist es auf jeden Fall viel mehr meins. Die Farben sind auch wieder ziemlich gut pigmentiert, kann man hier auch erkennen. Sehr rosa angehaucht teilweise. Absolut meine Lieblings-Naked-Palette. Wunderschöne Farben und viel mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen. Das hier ist momentan meine absolute Lieblingsfarbe, die trage ich jetzt fast die ganze Woche schon. Naja, aber viel mehr muss ich dazu jetzt wirklich auch nicht sagen. Die Farben sprechen für sich. Bei den Naked Paletten kommt es jetzt wirklich darauf an, mag man es mehr rosa, mag man es mehr kühl, mag man es mehr warm und so weiter und so fort. Ich mag so rosa und deswegen ist das meine liebste Naked Palette. Als nächstes hätten wir hier die Too Faced Cat Eyes Palette. Dazu habe ich schon ganz, ganz viel und ganz oft was gesagt. Falls euch da mehr zu interessiert, dann lege ich euch meinen kollektiven Haul ans Herz. Hier möchte ich jetzt nicht so sehr darauf eingehen, einfach weil ich die schon so oft erwähnt habe und schon so viel erzählt habe. Deswegen, da seid ihr dann bestimmt schon von genervt, falls ihr meine anderen Videos auch gesehen habt. Ich habe euch jetzt nur die Lidschattenfarben geswatcht, weil man diese Highlightertöne hier oben schlecht erkennen kann in der Kamera. Und das wäre ja Produktverschwendung, wenn ich was swatche, was man gar nicht sehen kann. Die Lidschatten hätten wir hier. Das sind einmal normale Puder-Lidschatten und dann gibt es noch Wet and Dry Lidschatten, die man halt auch als Eyeliner zum Beispiel benutzen kann. Das ist dieser Ton hier und dieser hier, sozusagen jeder zweite. Und die anderen sind die normalen Lidschattenfarben. Ich finde die Qualität auch sehr gut. Ich würde sie mit Urban Decay vergleichen, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Ja, und das war es auch schon zu der Palette. Wie gesagt, ich möchte euch damit jetzt nicht auf den Keks gehen. Und jetzt kommen wir zur letzten Palette, der Catrice Arts Collection Palette. Das ist diese hübsche Palette, die war mal limitiert, also gibt es sie leider nicht mehr. Da gab es, glaube ich, drei in der LE und das ist halt die mit der pinken Verpackung. Die sieht, wenn man sie öffnet, so aus. Und ja, hat eigentlich ziemlich schöne Farben, allerdings sind die alle nicht besonders gut pigmentiert. Und ja, jetzt fokussiert es endlich mal. Oben Blush und Highlighter und dann 6 Lidschattenfarben unten. Ja, aber leider, wie gesagt, nicht allzu gut pigmentiert. Tatsächlich ist der hier oben recht gut pigmentiert, dieser helle Ton. Aber der Rest ist leider nicht besonders toll. Und die ist auch bei mir ziemlich in Vergessenheit geraten. Ich habe sie bisher sehr selten benutzt, aber ich finde sie sehr, sehr schön von der Optik her. Also wie man hier sieht, dieser eine helle Ton ist ziemlich gut pigmentiert. Und der Rest ist, naja, sagen wir mal dezent. Die dunkleren Töne hier gehen noch so, aber da musste ich auch jetzt wirklich mehrmals reingehen, um da die Farben auftragen zu können. Und dann haben wir hier den Blush und den Highlighter. Sichtbar, aber auch nicht so wunderschön. Also ja, ich würde sie mir nicht nochmal kaufen, wenn ich die Möglichkeit nochmal hätte. Aber ich finde sie einfach schön auch von der Verpackung und so als Deko-Objekt. Und ja, für zwischendurch kann man die auch gerne mal benutzen. Ja, und das waren meine Paletten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, mehr Paletten habe ich leider nicht. Aber ich glaube, das reicht auch fürs Erste. Obwohl es einiges gibt, was mich reizt. Naja, wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht es gut und tschüss.